gehört? Ja, wir gehen jetzt nach vorne. Wir gehen nach vorne. Genau.
Mein Name ist Sascha Lüttgen und ich bin heute Einsatzleiter. Wir befinden uns hier auf dem Habichtweg in Neuss und wir haben hier einen Hallenbrand gehabt. Der rechte Teil der Halle stand bereits in Vollbrand und der Brand hat sich sehr schnell weiterentwickelt auf die gesamte Halle. Die Halle brannte mit einer starken Rauchentwicklung, deshalb haben wir auch direkt mit der Warn-App Nina die Bevölkerung gewarnt. Ja, wir haben über sämtliche Medien gewarnt, auch über das Radio und die Warn-App Nina. Die Rauchentwicklung hat sich bis in die Neusser Innenstadt weiter durchgezogen. Wir haben Messfahrzeuge losgeschickt. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Wir haben bis jetzt auch keine Messwerte festgestellt. Die Messungen laufen aktuell noch weiter. Der weitere Einsatzverlauf war so, wir haben probiert, den Brandabschnitt vom Büro zu halten, was wir auch geschafft haben und ein Überschlagen auf das Nachbargebäude verhindert. Bereits auf der Anfahrt kamen mehrere Anrufer bei der Leitstelle an und daraufhin haben wir sofort den Kräfteansatz erhöht und haben auch direkt zum Anfang an die Messfahrten gestartet. Wir haben Vollalarm ausgelöst und zurzeit befinden sich 154 Feuerwehrleute im Einsatz. Wir haben Rettungsdienst in Bereitstellung im Einsatz und Anforderungen durch das THW.